Ja, und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und natürlich auch Eldorum zu einem neuen Part Pokémon Weiß mit dem Zwergenfürst. Ich bin seltsamerweise trotz sehr gutem Wetter ein wenig erkältet, aber das hat mich auch noch nie davon abgehalten, Let's Plays zu bringen. Ich werde bloß ein bisschen verschnupft klingen. Ja, los geht's heute, sofern wir ein... Nein, haben wir nicht. Wir haben kein geheiltes Team. Ich würde sagen, los geht's heute mit dem Rest der Stadt, den wir noch nicht erkundet haben, aber erstmal müssen wir hier das Pokémon-Team heilen lassen. Und das bisher nur noch aus einer Person besteht, also aus einem Pokémon. Sprinten können wir immer noch nicht. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich dachte eigentlich, man bekommt das zu Anfang. Was für ein wunderbarer Ausblick. Und erst der schöne Klang. Im Nu sind alle Sorgen vergessen. Ich liebe diesen Ort einfach. So. Schauen wir mal hier herein. Darf ich dir mein Lieblingsstück vorspielen? Nur zu. Fein, dann spitzt die Ohren. Ist es das? Das läuft aber schon die ganze Zeit. Okay. Hübsch. Was mit dir? Möchtest du mich trommeln hören? Ja, los geht's. Solange mein Herz im Takt noch schlägt, lass ich die Trommel ertönen. Ich höre nichts. Naja, egal. Und weiter soll es gehen. Ich finde noch irgendwann raus, wie man sprintet. Irgendwann finde ich es raus. Und was ist mit dir? Lass mich, alter Mann, dir etwas sehr Nützliches verraten. Einverstanden? In deinem Team können sich bis zu 6 Pokémon gleichzeitig befinden. Danke, wusste ich noch nicht. Was ist mit ihr? Auf Route 2 gibt es jede Menge Trainer, die gegeneinander antreten, um ihre Pokémon zu trainieren. Das weiß ich doch. Pokémon können sich nicht mehr als 4 Attacken gleichzeitig merken. Guten Tag, was sagst du? Unzählige Pokémon warten nur darauf, dir endlich begegnen zu können. Die Schwachen wie auch die Starken. Die Imposanten wie auch die Niedlichen. Die Dicken wie auch die Dünnen. Du hast ja einen tollen Beutel. Und was da alles hineinpasst, sollst dir einen großen Vorrat an Trinken zulegen. Nö. Ich hab, glaube ich, erstmal ein paar. Die reichen. Das erste. Die Pokémon setzen sich stets mit Liebeskräften für unsere Menschen ein. Ach so, mit Liebeskräften. Im Gegenzug lassen wir ihnen unsere Zuneigung zuteil werden. Diese gegenseitige Achtung ist die Grundlage unseres Zusammenlebens. Okay, da sagst du was, Oma. Und mit dir? Wer an Stärke gewinnt, kommt voran. Wer vorankommt, gewinnt an Stärke. Das ist das Großartige am Pokémon-Abenteuer. Mal gucken, ob der Papierkorb alle ist. Der Papierkorb ist leer. Ja, wird alles mitgefressen. Ist ja klar. Zu Füßen des Helden der Welt ist, die Welt zu führen.
wird ein Pokémon erscheinen, um ihnen beizustehen. Dies ist die Erzählung aus der Einer-Region. Und du? Jedes Pokémon kann gesund und stark werden, sei es auch nur so schwach. Es braucht nur ausreichend Zuneigung. Alles klar. Wen haben wir hier? Kekek! Diesen Pokéball besitze ich schon sehr lange, also sollte ich ihn dir vielleicht schenken, findest du nicht? Ja, damit. Vielen Dank. Kriege hier sogar Präsente. Ohne Pokéball kann man auch keine Pokémon fangen. Und da es verschiedene Pokébälle gibt, musst du lernen, sie richtig einzusetzen. Das ist wissenschaftlich erwiesen. Komm, lass uns eine Runde Feuer, Pflanzen, Wasser spielen. Okay. Ich fange an. Auf die Pflanze, fertig, los. Feuer? Pflanze. Du setzt Feuer ein und ich pflanze. Pflanzen-Pokémon sind schwach gegen Feuer-Pokémon. Also habe ich verloren. Oh, Mann. Tja, ein kleines Kim. Schere, Stein, Papier. Verlieren ist jetzt nicht der Beste. Oha, ein Durchgang. Guten Tag, Trainer. Dies ist ein Tor für alle Reisenden. Denke daran, einen Blick auf unsere Leichtschrift-Anzeigetafel zu werfen. Mach ich doch glatt. Die Treppen vor den Eingängen dienen zum Schutz vor tiefem Schnee. Okay. Fesselnde Kämpfe und köstliche Speisen. In der Arena von Orion City bekommst du beides aufgetischt. Okay, kleine Spoilerwarnung wäre vielleicht angebracht gewesen. Es freut mich immer, wenn ich die verschiedenen Bekanntmachungen auf der Luftanschriftstafel, lese. Okay. Stühle, auf die man sich nicht setzen kann. Und natürlich ein leerer Abfalleimer. Kommt hier wirklich alle 2 Minuten die Müllabfuhr oder fresst ihr das tatsächlich mit? So, raus geht's auf Route 2. Tatsächlich Route 2. Yep. Und weiter geht's. Oha. Ein kleiner Anruf. Ich muss mal kurz rangehen. Zwergi nimmt den Anruf ab. Zwergi, ich bin's, deine Mutter. Wie geht es dir denn so, mein Schatz? Hast du dich schon mit deinem Pokémon-Team anfreunden können? Und genießt du die gemeinsame Reise mit ihm? Ich rufe nur an, weil ich mal wieder deine Stimme hören wollte. In Ordnung, ich leg dann mal wieder auf. Zwergi. Was? Ist die so schnell von der Stadt hierher gekommen, dass das dauten welchen, bis du den Weg zurückgelegen hast? Endlich habe ich dich eingeholt. Du bist ja so weit gekommen. Professor Escher sagte mir, dass du wahrscheinlich auf dem Weg nach Orion City bist. Nö, ich werde mich einfach an einen Baum stellen und dort Langeweile haben. Es gibt eigentlich nur den einen Weg Richtung Orion City, also es geht nur Richtung Orion City. Du kannst nicht irgendwo anders hingehen, sei denn du willst dich irgendwo an einen Baum stellen, wie schon gesagt. Ich habe übrigens noch ein Geschenk für dich, Zwergi. Hier, probiere sie am besten gleich mal an. Turbo-Treter, genau das habe ich gesucht die ganze Zeit. Jetzt kann ich ja nicht sprinten. Wenn du die Turbo-Treter schlüpfst, bist du in 0,6 am Ziel. Hör kurz mal zu. Ich lese aus der Gebrauchsanleitung vor. Da steht, halte den B-Knopf gedrückt und dann kannst du schneller rennen als je zuvor. Ziehe deine Turbo-Treter an und renne, bis dir die Puste ausgeht. Ich hatte sie nach dem Kauf verlegt und dann beim Aufräumen wiedergefunden. Ja, es schadet eben nicht, hin und wieder mal aufzuräumen. Zwergi, du bist nicht allein. Das weißt du doch hoffentlich, oder? Dein Pokémon-Team ist stets an deiner Seite. Und auch deine Freunde ist ja jederzeit Verlass. Und vergiss deine Mutter nicht, die dich immer im Herzen trägt. Also dann,
Ich wünsche dir viel Glück und Erfolg auf deiner Reise. Okay, ziehen wir mal die Dinge an. Habe ich sie schon an? Ja, ich habe sie, glaube ich, schon an. Ja, ich kann rennen. Ich kann sprinten. Wuhu! Aber erstmal ein wildes Pokémon im hohen Gras. Ein Yorkliff. Süß. Ohne Pokémon. Aber kein Interesse. Das wird nicht mein zweites. Das wird nicht mein zweites Teammitglied sein. Nein. Das wird ein anderes sein. Was? Ist eins in dem Pokéball oder was? Ein wildes Narodotz erscheint. Nein, du wirst auch nicht mein zweites Pokémon sein. Tut mir leid, aber nein, danke. Was? Flucht gescheitert? Gibt's denn auch nicht? Ja, danke. Danke, schön. Trank gefunden. Davon habe ich ja noch gar nicht genug. So, erster Trainer. Wenn der Blick eines Trainers den eines anderen trifft, heißt das nur eines. Gleich kommt es zu einem Kampf. Na, dann da freue ich mich drauf. Unser erster Trainerkampf. Ein Pokémon weiß. Ein Pokémon ins Mund. Nagelotz. Hervorragend. Haben wir gerade schon gegen eins nicht gekämpft. Und Glut. Das dürfte es bringen. Zack. Oha, doch nicht ganz. Müssen wir noch einmal einsetzen. Zack. So, das war's. Und neue Level. Level 9. Schnüffler erlernt. Teenager Edmund besiegt. Wie, was? Du bist zu stark. Übertreib's nicht, Junge. So, weiter geht's. Nächster Trainer. Nein. Immer noch nicht. Ja gut. Aber jetzt. Yorkliff vor, Yorkliff vor. Los, mein Yorkliff, zeig's ihn. So, ein Yorkliff hat er uns schon verraten. Zack. Und ich hab ein Bim. Los geht's. Würde ich mal sagen. Glut. Noch einmal Glut. Dann haben wir's. Na komm. Silberblick. Was soll dir denn Silberblick helfen? Noch einmal Glut. Zack. Ja, besiegt. Juhu. Und weiter geht's. Hey, Zwergi. Na los, lass uns kämpfen. Mein köstlich gefangenes Pokémon ist auch schon etwas stärker geworden. Fangen wir an. Jungs, das Pokémon. Ein Yorkliff, ernsthaft? Das ist dein Pokémon. Los, Ben. Glut, das hat bisher gut geholfen. Silberblick, ernsthaft. Du warst schon so in meinen Pokémon. Du darfst alles geben. Meins aber auch. Tja. Was machst du nun? Gleich besiegt. Trank, was? So ein Mist. So ein Mist aber auch. Wir kriegen es trotzdem hin. Mit unserem einen Pokémon. Gegen zwei Pokémon. Verbrannt. Super. Es nützt auch was, wenn ich mich einsetzen kann.
wie ihr seht. Und Glut, los! Los, Flink! Los, Ben! Glut! Zack, Jörg hat besiegt. Neues Level. Sehr pfui. Das kriegen wir auch noch hin. Aber erst recht. Noch ist nichts verloren, sagt sie. Naja, so wird es mal nicht ausdrücken. Gut. Das sieht schon sehr verloren aus. Noch einmal Glut und dann bist du fertig. Silberblick. Nicht dein Ernst, oder? Zack. Gegen das Down. Spieler wurde besiegt. Nein! Der Sieg war mein und ich habe verloren. So läuft das bei Pokémon kämpfen. Puh. Du bist wirklich sehr stark, Zwergi. Ich werde mein Pokémon auch stärker trainieren, um nichts mehr zu verlieren. Also dann, bis bald. Ja, und weiter geht's. Nächste Stadt. Orion City. Da sehen wir schon die Arena. Und erstmal müssen wir unseren Pokémon aufheilen. Gehen. Genau, aufheilen. Ist das richtige Wort dafür. Guten Tag. Willkommen im Pokémon Center. Wir heilen deine Pokémon und machen sie wieder topfit. Sollen wir deine Pokémon fit machen? Yep. Meine Pokémon ist Mehrzahl. Na gut. Nimm mein eigenes Pokémon gerne mal in Obhut. Super. Vielen Dank. Mal gucken, was haben wir noch an Tränken. So, komplettes Geld für Tränke. Und ein paar Pokébälle ausgegeben. So. Und da gibt es einen weiteren Weg. Traumbrache. Ja, frisch gebackene Trainer. Na gut, trauen wir uns mal rein. Traumbrache. Oh, und da ist schon der erste Trainer. Ja, ich trainiere hier mit meinem Team. Was hältst du von einem kleinen Kampftraining? Schon etwas. Kann man machen. Was, zwei Pokémon? Was für eine Überraschung. Na, aber gerne. Los geht's. Kratzer. Blut. Ich versuch's mal mit Deckel. Wie viel das bringt. Oh, so aus dem Spaß heraus. Kratz mich nicht tot. Aber lange noch nicht. Tackle bringt scheinbar auch was. Also Takte. So. Felio wurde besiegt. Felio. Level 11. Na. Das Pokémon steigt aber sehr stark an der Wind an. Noch ein Felio. Na gut. Gerne. Heuler. Ach, jetzt tun wir gerne Heuler ein. Und sieh, was es dir bringt. Zack, und nochmal Glut. Deckel muss jetzt nicht unbedingt sein. Zack. Oh, den Deckel können wir noch einsetzen. Dann ist das Ding auch kaputt. Heuler. Ich fang gleich an zu heulen. Wurde besiegt. Spieler Göre Inka wurde besiegt. Wenn ich es richtig gelesen habe. Geld bekommen. So, hier ist ein Baum. Der Baum sieht so aus, als ob er zerschnitten werden könnte. Ich kann aber noch nicht zerschneiden. Oh, noch ein Trainer. Mein Ziel ist es, über das Niveau eines Arena-Leiters hinauszuwachsen. Denkst du immer noch, du hättest auch nur den Hauch einer Chance gegen mich? Ja, das denke ich. Trainer Julian. 3 hat er sogar. Juhu! Freu mich drauf. Freu mich drauf wie nie zuvor. Mit meinem Fleisch besiege ich alle.
Los, Glut! Setz irgendwie nur Glut ein. Weiß, was bringt. Glut ist effektiv. Zack, verbrannt sogar. Noch einmal Glut und dann haben wir's. Zack. Nagelotz besiegt. Na, da waren es nur noch zwei. Das nächste bitte. Noch ein Nagelotz. Soll mir recht sein. Glut. Verbrenne es. Auwei. Ein Silberblick. Das hat mich aber sehr getroffen, dass du mich mit einem Silberblick geblickt hast. Nö, nee, nicht wirklich. So, den haben wir auch gleich. Da waren es nur noch einer. Nice Level. Wuhu. Jonklef. Na dann, her damit. Blut. Ich verbrenne sie alle. Und das ging schnell. Oha. Muss auf. Und dann aufpassen. Fast K.O. Aber halt nur fast. Gegner ist jetzt wirklich K.O. Teenager Julian besiegt. Dank meiner Pokémon hab ich gesiegt. So, weiter jetzt. Noch ein Trainer. Nein. Sprechen wir sie an. Du sag doch mal, was war denn dein erstes Pokémon? Ein Floik, verstehe. Dann passt dieses Vegimak. Ja, wie die Faust aufs Auge. Es hat einen Vorteil gegen Pokémon, die das Typ Wasser gegen deinen Floik ja benachteiligt ist. Sag mal, willst du dieses Vegimak haben? Ja, her damit. Hier, bitteschön. Es kann die Pflanzenattacken benutzen und ist somit effektiv gegen Wasser-Pokémon. Zwerg erhält ein Vegimak. Ja. Ich nenne es Lutz. Ist ein hübscher Name und erinnert mich an eine Person. Wenn du Pokémon verschiedener Typen dabei hast, erwischt dich kein Pokémon mehr auf dem falschen Fuß. So, unser neues Teammitglied ist da. Jetzt habt ihr es gesehen. Gut, und ich würde dann mich mal verabschieden und sagen, ich hoffe, euch dieser Part gefallen. Däumchen nach oben sollte das der Fall sein, sollte euch der Part gefallen haben. Ich heile mal schnell meine Pokémon hier drin. Lasst ein Abo da und ja, schreibt mir was in die Kommentare und bis zum nächsten Mal, wenn es in Part 4 weitergeht mit Pokémon Weiß mit dem Zwergenfürst. Habt bis dahin noch einen angenehmen, fröstlichen Tag, gehabt euch wohl. Haut Renner.